So, da sind wir wieder bei Vikings Wolves of Midgard und wir haben gerade in der Pause besprochen, wie, falls man Let's Play für Geld machen sollte, ist das absolut das Dümmste, was wir hier so machen, nämlich Spiele zu spielen, die keine Sau interessieren, die ewig lang gehen und die nicht so Minecraft- oder Multiplayer-mäßig im Sinne von, dass da jedes Mal was Neues, Aufregendes passiert. Und das Schöne ist aber, dass uns das beiden total egal sein kann, weil wir nämlich, wie heißt das nochmal, was wir tagsüber machen? Arbeit, ne? Job, so hieß das. Stimmt, da war doch was. Das macht das Ganze ganz, ganz nett. Ja, ich weiß auch nicht genau, ob wir das jetzt hier zum Beispiel, ob das so ein Spiel ist, was man wirklich durchspielt oder ob es einem irgendwann langweilig wird. Mal gucken. Aber ja, wir gucken jetzt einfach mal, ne? Also klar, also. Ich spiele auch so eine Art von Spielen, also ich spiele sowas nicht mehrmals durch, aber ich spiele sowas schon gerne einmal durch, wenn es einen, sagen wir mal, durchweg durchaus unterhalten kann. Ich glaube, hier ist die Runde wieder voll. Wir können wieder zurück. Ah, ja. Ja, die Story ist jetzt halt wahrscheinlich gutes Feuer. Oh, warte mal, haben wir den Schalter hier? Ist der ausgelöst, oder? Weiß nicht. Ich glaube schon, oder? Versuch mal. Obwohl, doch, wenn der zu uns gedreht ist, ist der ausgelöst. So war das bei den anderen auch. Ja, jetzt brauchen wir schnell ein Feuer, gell? Ja, warte mal, also hier vorne ist... Rollen. Ja, ich mach ja schon. Ja, es geht wirklich... Das ist echt, ja, man verbraucht halt, irgendwann hast du seine Ausdauer verbraucht, aber die regeneriert. Ach, das ist der gelbe Balken. Ja. Echt? Das meinte ich vorhin mit den Mechaniken checken. Das hätte ich wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels nicht gemerkt, dass da oben der Ausdauerbalken ist. Ich vergesse auch immer hier dieses Aufgeladen. Das habe ich schon seit einer halben Ewigkeit, ist das bei mir wieder aufgeladen. Ja, die Gegner waren jetzt auch noch nicht so. Hier können vielleicht noch einer kommen. Ah ja, schau mal, hier kommt schon was Größeres. Dann aktiviere ich den jetzt mal. Der hat mich eingefroren. Aber das war es anscheinend schon. Ich hatte jetzt gerade meinen Power-Angriff drauf. Vielleicht Ach so, hat okay. Ja, ja. Oben sieht man ja, also wir haben jetzt... Ich weiß nicht, was diese eisernen Schädel waren. Aber da haben wir 2 von 3. Sind das diese schwebenden Dinger gewesen? Oder sind das die Totems, die wir... Ich glaube, wir haben eher mehr von diesen Totems erledigt, oder? Bin ich nicht ganz sicher. Die Totems sind das nicht diese Eisdinger, nee, das sind die man haben. So zerhacken muss. Nee, da gibt es irgendwie so Eisdinger, die zerhacken musst. Ich glaube, das sind diese Jokul-Totems. Ja, stimmt, genau, das sind die Jokul-Totems. Diese Schädel, die findest du in Kisten, sind die drin. Ach so, okay. Mir gar nicht aufgefallen. Also die, weil ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, das ist mir, als ich damals die Preview gespielt habe, ist mir aufgefallen. Die Dinger da, das sind die Totems. Ach genau, das sind die Totems. Genau. Boah, ich bin... Oh ihre Kommentare, meine Finger laufen schwarz an, das steht mir nicht. Oh scheiße, jetzt ist aber... Oh fuck, ist hier Feuer. Ist denn hier Feuer? Da hinten. Oh, scheiße. Oh je, ich bin tatsächlich gestorben. Du kannst aber Talisman aktivieren, ne? So, da kann man noch ein bisschen Energie retten. Ich habe da einmal gedrückt, hat aber wahrscheinlich. Und wie komme ich jetzt wieder rein ins Spiel? Was steht denn bei dir jetzt? Vielleicht kann ich dich wiederbeleben. Warte mal, ich komme mal zu dir. Hey, genau, ich bin nämlich noch auf der Karte. Liege ich wohl noch rum. Warte mal. Oder du bist ja der Grüne? Ich bin der. Ach, sehr lustig. Du bist bei mir der Grüne und ich bin der Blaue und. Ja, genau. Wahrscheinlich ist es umgedreht, oder? Ja, genau. Genau, jetzt kommt's ja, ich flack da noch rum. Genau, das ist ja, okay, dann hat's wenigstens so ein bisschen so ein... Ach, schau mal, da ist auch der nächste Schalter. Dass man sich noch retten kann. Du hast hier aber irgendwie allen Bescheid gesagt, oder? Dass du hier liegst. Sekunde. Ach, ich lieg da genau in dem Schalter. Okay. Ah ja, cool. Na, guck, schau, dann kann man sich gegenseitig wiederbeleben. Vielleicht geht das dann sogar im Kampf. Ja, ich glaube, dass das, ist auch so gedacht. Also ich muss ein bisschen drücken und dann sieht man so eine gelbe Anzeige, die sich auflädt. Es dauert halt ein bisschen. Also in so einem Bosskampf oder so könnte das schon ein bisschen gefährlich sein. Aber so jetzt hier ging es eigentlich. In die Situation kommen wir bestimmt noch. Es waren jetzt bisher noch keine wirklichen Bosse hier. Es gibt aber, also die Level haben immer einen Bosskampf am Ende.
Und die, die ich bis jetzt gesehen hatte in der Vorschauversion, die waren auch cool. Also waren in Ordnung. Ihr seid wahrlich erbärmliche Gegner. So haben sie sich echt für so ein Action-Rollenspiel, was okay ist, ausgedacht jeweils. War immer ein bisschen was anderes gewesen. Oh, hier ist schon ein bisschen Totem-Häuptling. Jetzt kann ich mal meinen Rückschlag benutzen. Uah. Der lädt aber ganz schön langsam auf. Ich brauche echt mal nach dem Level-Up jetzt hier neue Fähigkeiten. Aber ich glaube, ich krieg auch. Ich hab jetzt ein Level-Up zur Verfügung. Den könnte ich irgendwie ausgeben. Oh, scheiße, hier ist ein großer. Uah. Ja, so viel dazu. ja, so schwer ist das echt. Ich hab, das war ja einer von diesen Jotünen jetzt, oder? Ja, stimmt, tatsächlich. Da gibt es anscheinend zwei. So kalt. Ich habe das. Feuer, wenn man sie braucht? Also mit der Vorschauversion, das hat man in dem Vorschauvideo auch gesehen gehabt. Ich war dann irgendwann in so einem Höhlensystem. Und das war dann der Punkt, wo es dann auch wirklich schwer geworden ist. Also die ersten so zwei, drei Level waren eigentlich immer kein Problem. Und ab dem Bereich ist es dann tatsächlich so geworden, dass ich auch durchaus im normalen Spielbereich, also nicht nur bei einem Bossgegner, mal, dass es mal ein bisschen enger wurde. Mhm, weil hier, ja. Ich meine, hier kannst du ja mehr oder weniger im Schlaf durchgehen, ne? Feuer brauchen. Wie geht's dir? Stimmt. Ich bin schon wieder draufgegangen. Du musst die Dings öfter benutzen, die Talismane. Ja, ich hab genau in dem Moment gedrückt. Warte mal. Aber wie hältst du das so lange noch aus? Vielleicht habe ich auch irgendwas an. Es gibt auch Klamotten, die da einen mehr schützen. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Zeit drauf. Ich muss oder dein Gott. Oh, was blitzt denn hier hinten rum? What the fuck? Hier hinten blitzt es voll. Echt? Ich muss mal. Also, ich habe jetzt noch nicht so meine passiven Sachen reingeguckt. Vielleicht habe ich. Ah, jetzt. Ja, das tut vielleicht. Ah, dauert aber eine Weile, ne, mit dem Aufladen. Ah, ja, genau. Danke. Ah, da ist wieder ein. Ach, jetzt guck, halt. Guck, jetzt kommt das wahrscheinlich. Tatsächlich. Ah, ach geil, cool. Das müssen wir nur wieder finden, ja, wo das war. Das ist ein bisschen weiter weg. Aber cool, das finde ich ja super, dass das aufgeklickt hat. Nee, da ist jetzt nichts Gescheites drin. Ja, hallo. Ich habe nämlich echt so gedacht, oh, was ist denn das? Wieso, wieso kann ich da nicht hin und tralala. Ich habe aber diese Schalter gar nicht entdeckt. Naja doch, die habe ich gestern schon entdeckt. So. Dann jetzt erstmal zum Feuer. Ich muss ins Warme. Sieht man das auf der Übersichtskarte? Das ist da oben. Warte mal. Oh, ich muss erstmal wieder ins Warme zurück. Man levelt verhältnismäßig langsam auf. Also, ja. Wir müssen wieder. Ich glaube, das ist ganz rechts, links. Oder? Ganz rechts so rum, genau. Ganz rechts in der Mitte, oder? Ach, schau mal, die Karte wird ja auch gar nicht komplett angezeigt. Ja, stimmt. Die scrollt ein bisschen mit. Ja, ich finde die nicht sehr gut. Also ich würde mir da wünschen, dass es nicht nur so eine Overlay-Karte gibt. Im Menü oder so gibt's keine, oder wie? Nee, da gibt's keine. Ich glaube nicht. Ich hab gebraucht bei sowas. Gibt's keine. Jetzt wird's schon wieder ganz schön kalt. Da hinten ist noch so ein. Ich hau ihn kurz noch kaputt, vielleicht schaffe ich es ja noch. Was war denn da? Ja, noch so ein Totem. Ach, okay. Fehlt uns ja noch einer. Guck grad mal, was ich hier habe. Ich habe. Oh, nee. Ah, hier geht's in die Höhle rein. Ich glaube, in der Höhle ist es auch besser. Na, hier ist so ein Dings. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen wollen. In der Höhle ist so ein. So ein richtiger Eingang? Na, da ist so ein. Ja, aber das ist so ein. Wie heißt das? So ein. Ach, da ist der Bossgegner. Nee, geh da nicht rein. Geh da nicht rein. Ach, das ist der Boss. Ja, komm zurück. Okay, ich dachte, das wäre so ein. So eine Herausforderung. Ah, okay. Das ist der Boss. Da noch nicht reingehen, weil dann sind die Bonussachen auch weg. Guck gerade mal, was ich hier noch so habe. Nee, das machen wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir erstmal zu der Kiste. Würde ich sagen, oder? Genau. Ich habe schon ganz schön viele Waffen eingesammelt. Ja, ich muss auch mal beim nächsten Feuer mal kurz gucken, ob ich mittlerweile was Brauchbares habe. Man sieht jetzt ja auch an den Waffen, dass die ja, dass die halt so Einlassungen haben, wo man dann so Gems einsetzen kann, so Edelsteine. Sockel, Den muss man aber erst kriegen, den Typen, der einem das macht. Rüstwert plus 10, kritischer Lebensraum, Raub. Ich habe das Gefühl, man kriegt mehr Items als in der Preview.
In der Preview hatte ich... Ja doch, garantiert. In der Preview hatte ich auf jeden Fall weniger... weniger Items am Anfang bekommen. Das fand ich nämlich auch noch ein bisschen merkwürdig, dass man mit recht wenig Items aus dem ersten Level so rausgeht. Also der Levelaufstieg ist immer noch verhältnismäßig verhältnismäßig wenig, aber gibt auf jeden Fall deutlich mehr Items. So, gibt es jetzt hier noch irgendwas? Ne, das sind alles Schilde. Ich will aber doch gerne einen Stab. Ne, also solange ich noch keinen Stab habe, dann halt nicht. So, gut. Hier geht's weiter. Ah, jetzt kann ich meine zweite Waffenhand auch bestücken. Ich bleib erstmal beim Bogen, bis ich meinen Stab habe. Wenn du schon mit zwei Äxten und... Hast du einen... Achso, scheiße, jetzt können wir nicht übergeben. Ah, das ist ja zum Beispiel doof, dass du mir ich den nicht geben Stab kannst. Jetzt. Ach, das hast du gleich gesehen. Ich sehe das ja in deiner Figur gleich. Ja, ja. Nee, weil ich es gerade im Menü nur hatte. Aber ich habe jetzt mal einen Stab auf blöd mal. War jetzt überhaupt nicht für mich gemacht. Angeber. Ah, jetzt macht sie das, was du sagst. Ach, hat sie diesen... Zeig mal, oder? Ich weiß nicht, wie das... Die hat das gerade... Hat sie sich seit dem Stab so abgestützt. Wie ging das? Ja, machen wir Standard an? Ah, jetzt hat es gerade... Warte mal, vielleicht macht sie es nochmal. Vielleicht ist es ihr schwerer Angriff auf dem linken Trigger? Versuch mal. Nee, ich habe ja immer nur A... Jetzt war es wieder so kurz. Da stützt sie sich so an dem Stab auf und springt so leicht. Ich weiß nicht, ob man das wirklich steuern Vielleicht kann. Ist das so ein bisschen wie bei der Axt, dass wenn Gegner in der Nähe ist, dann macht sie ja so einen weiteren Sprung. Also so einen automatischen Sprung dahin. So, und jetzt müssten wir hier oben lang und dann müssten wir eigentlich gleich da sein. Ich werde noch zu Eis, wenn ich hier zu lange verweile. Auch schon wieder Feuer, so schaut's. Hier oben ist auch Feuer. Ah, hier oben ist es auch. So, jetzt bin ich mal gespannt, was in der Kiste drin ist. Nee, du nimmst es mir weg. Oh, da war irgendwas Lilanes. Ich habe einen Großbogengriff bekommen. Ah, ich habe den aber auch bekommen. Also bekommen wir wohl das Gleiche. Ja, Loot ist sowieso getrennt. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das ist... da können wir uns nicht in die Quere kommen, genau. Da kann nichts passieren. Ah, okay. Aber wo geht man jetzt hin? Also uns fehlt immer noch einer von diesen Typen. Eigentlich fehlt uns von allem noch eins. Ein eiserner Schädel. Ein Jötun-Tun. Und ein Jokul-Totem, wo könnte das sein? Wo waren wir denn jetzt noch nicht auf der Karte? Man kann die auch nicht scrollen, wenn man sie... Ah! Also guck, du kannst eine schönere Version der Karte, eine abgedunkelte Version der Karte... Ach, unten in der Ecke, ne? Da kann man eine haben. Nee, wenn du den Trigger drückst und dann noch das Steuerkreuz nach unten, dann dunkelt das dir so ab. Ah. Ach nee, Quatsch, nee, das tut er nicht. Ah nee, das ist das dann Menü. Dann kommt so ein Chat-Menü. Ja, oder stimmt, was ist das? Das ist so ein Chat-Menü, ja. Ach, wenn man kein Voice... Okay. Man kann ja auch mit dem linken Trigger so nah ranzoomen an die Figuren, dass man sich die nochmal so angucken kann. Echt, wie? Was mit dem linken? Nicht mit dem linken, mit dem rechten Digipad. Drück mal rechts auf dem Digipad, dann zoomt die Kamera so an. Ah, das habe ich die ganze Zeit... Das hat mich so geärgert, dass es das nicht gibt. Das gibt's. Ha! Weil das brauche ich. Das ab und zu mal sehen, ich schaue das hin. Ja, ich will das einfach sehen, weil ich gucke mir das einfach gerne an, wie das ausschaut. Ich weiß noch, das gab es, glaube ich, beim ersten Diablo auch, so ein Ranzoom. Aber damals war das ja noch so, dass das halt, dadurch, dass es ja 2D war, gab es ja keine richtige Zoom-Option. Mhm. Also beim Diablo ist es ja auch, wenn du in dein Inventar gehst, zoomt deine einen Bildschirmhälfte auch so hinten wie hier. Aber nicht, also ich meine bei Diablo 1, weißt du noch? Ja, ja. Da gab es ja diese nahe Ranzoom-Funktion. Kannst du mit deinem Bogen das Ding da oben zerschießen? Ist da was? Weiß ich nicht. Guck mal hier. Also Hütten kann man, glaube ich, immer nur auf der Ebene zerschießen, auf der man auch drauf ist. Nee, da kann ich nicht hochschießen, das geht nicht. Ah, okay. Geht nicht. Das ist blöd. Aber komisch, wo könnten denn die anderen sein? Schauen wir nochmal. Vielleicht ist da noch irgendwo eine Abbiegung, die wir nicht genommen haben. Gehen wir nochmal kurz runter und gucken mal. Ach, ich weiß, wo noch ein Gebiet ist, wo wir noch nicht hingegangen sind. Ich sehe es auf der Karte. Echt? Ja. Da fehlt mir schon noch eine Ecke und da ist auch einer von den Großen. Und dann? Das passt, da müssten wir eigentlich alles finden, was wir brauchen. Die rollenden Schildmaids. Ja, echt. Ah, da ist ein Goblin. Der stand hier einfach rum. Oder so ein... wie auch immer. Hier ist auf jeden Fall nochmal Gesundheit.
Das brauche ich gar nicht. Ja, nochmal. Ach, das ist ja, ach, okay, das ist ja interessant. Das lädt mir aber die Totems nicht wieder auf, die Gesundheitstalismane. Das hat es in der Beta, glaube ich, noch getan. Die kriegst du, glaube ich, nur wenn du irgendwas kaputt machst. Oder in der Kiste oder so kriegst du die Totems. Witzig, ich hätte gedacht, dass das in der Beta noch gewesen wäre, dass man die kaputt haut. Auch so geil, der kritische Treffer mit Pfeil und Bogen zerschießt ja die Gegner auch in tausend Teile. Also ich meine, so bei Hexen und Schwertern geht's ja auch, aber der kritische Treffer mit Pfeil und Bogen ist halt auch so ein hier, Explosivbogen. Zerplatz. Ja, das ist doch gut. Ah, hier ist der letzte von den Totems. Ah, jetzt haben wir Holz gekriegt, hast du gesehen? Ja, ja. Ich habe bei dir witzigerweise gerade immer mal wieder so einen kleinen Grafikfehler. Es sieht aus, als würdest du auf so einem Schattenbrett laufen. Okay. Ich weiß nur, dass der Stab überhaupt nichts ist. Ist nichts für dich? Ich muss Der ist ja nicht gelevelt oder so. Der, ja. Also mit dem mache ich überhaupt keinen Schaden. Ich muss den dann mal ausrühren. Beziehungsweise ich muss mir dann wahrscheinlich erstmal einen kaufen. Beim Shop. Aber ich brauche... Echt blöd, dass man den nicht weitergeben kann. Also ich brauche eh erstmal Fähigkeiten für den Bogen, weil... Also ah, guck mal, ich habe auch einen schwebenden... Zwei jetzt, siehst du das nicht? Nee, also was bei denn? Mir hängen jetzt zwei Goblins hier in der Luft. Nee, bei mir nicht. Ah. Ja, zum okay. Glück, ich will doch keine schwebenden Goblins sehen. Ja. Ist ja widerlich. Eine Dänen-Axt habe ich jetzt bekommen. Gehören sie etwa auch zu Dänen nichts Böses wollen? Das hatte ich bei Horizon jetzt, dass ich, da hatte ich irgendwann mal so ein Vieh erschlagen und, ach schau mal, jetzt haben wir alle Nebensachen gemacht. Jetzt müssen wir nur schnell zum Feuer. Und den eisernen Schädel haben wir noch nicht. Doch, die haben wir auch. Ich nicht, bei mir fehlt noch einer. Dann geh mal zu der Kiste da oben. Da muss irgendwo muss hier noch eine Kiste sein, da ist das auf jeden Fall drin. Oh, ich brauche unbedingt Medizin. Nee, da hatte ich halt irgendwie eine Stelle, wo dann eins von diesen Viechern so lag, die normalerweise im Boden liegen, und das hat aber das Spiel irgendwie falsch berechnet. Auf jeden Fall hing der halt 2 Meter in der Luft und wollte auch nicht wieder runterkommen, die Leiche. Okay. Hast du ihn gefunden? Nee, ich muss zum Feuer. Jetzt gehen wir nochmal hoch, Gott. Der muss hier irgendwo in der Kiste. Also bei mir war er hier hinten in der Kiste drin. Nee, der war sogar, glaube ich, hier in der großen Kiste drin. Da ist noch ein Goblin. Den kann ich nicht. Das ist ein schön verbuggtes Spiel. Bei mir, wo ich hier stehe, steht ein Goblin rum. Okay, bei mir, ich sehe bei dir jetzt keinen. Ah, jetzt habe ich aber den Schädel. Der lag tatsächlich noch da. Ja, es okay, hat aber noch so ein paar Sync-Probleme. Ja. Nee, aber den Schädel. Also jetzt habe ich auch alle Nebendinger. Jetzt müssen wir ja quasi zu dem Boss gehen. Genau, oder? Genau. Okay. Ich muss nur gucken, dass ich zwischendurch mal irgendwo. Mir nochmal Gesundheit hole, weil so wahnsinnig gut geht's meiner Figur nicht. Also bei dem Boss ist so ein, zumindest kannst du da auffüllen. Ah gut, okay. Da ist ja eine Blutschale. Muss ich nur gucken, dass ich jetzt schnell zum nächsten Feuer komme. Obwohl, nee, so schnell erfriert sie jetzt gerade, komischerweise gar nicht. Sehr merkwürdig. Das finde ich übrigens gut, dass sie den, als man jetzt hier die Dings gemacht hat, diese Schalter umgelegt, dass es einen zeigt, was es macht. Wenn man am Ende alle geschafft hat. Weil wie nervig wäre das denn, wenn das nicht angezeigt wird? Guck mal übrigens, was hier unten liegt. Da war doch, gab's doch in der Ladesequenz war doch diese Szene, wo dieser Wikinger vor diesem riesengroßen Helm steht. Ach, der ist da. Der ist da unten. Der liegt da unten. Ah ja. Ah, jetzt erkenne ich's. Cool. War mir auch erst beim zweiten Mal spielen aufgefallen. Ja, das ist ganz gut, wenn. Das ist immer gut, wenn man so dahin kommt, was man in so Szenen dann auch sieht. Ja, ja. Das hatte ich nämlich noch beim ersten Mal noch so gedacht, oh, hier machen sie so voll die geilen Grafiken für die Ladebildschirme und dann im Spiel ist davon gar nichts zu sehen und dann habe ich es auch doch gesehen. Das ist auch hier die ganzen Erfrorenen, die hier vor der Tür liegen und so. Ja, ja, das ist schon gut. Genau, da ist die Schale. So, und jetzt aber das füllt nur auf, das tut nicht alle Dinge auffüllen, oder? Doch, bei mir jetzt ja. Also ich habe jetzt 3 neue Dings bekommen. Was denn? Hast du gerade einen benutzt? Ach doch, jetzt geht's schon. Ah ja, jetzt hat er 2 aufgefüllt. Und davor habe ich aus Versehen einen benutzt. Kennst du den Gegner schon? Weißt du, ja. Also wie gesagt, die ersten 3 Level habe ich ja schon für die Prügel gespielt. Hm?
Okay. Ich hatte abends angefangen und wollte eigentlich nur mal so reingucken, weil Clape hatte so gesagt, ja, kannst ja mal reingucken, ob wir da irgendwie ein Video zu machen wollen oder so. Und dann habe ich halt angefangen, das zu spielen und wollte halt nicht mehr aufhören. Und irgendwann war es dann 5 Uhr morgens. Und dann dachte ich so, naja, dann gehst, okay, gehst mal lieber ins Bett. Der kommt jetzt nämlich auch noch runter aus seinem kleinen. Wo ist denn hier ein Feuer? Ich bin nämlich gleich erfroren. Warte mal, ich glaube, er macht er nicht welche? Ich glaube, du musst in die Kreise rein, kann das sein? Ach ja, doch, stimmt, man muss in die Kreise rein, genau. Ah ja. Das ist nämlich echt, ist ganz schön viel, worauf man so achten muss. Ja, ja, halt das habe ich. Ich habe das nämlich gestern echt nicht gecheckt. Er hat so seine kleinen Gegner, dann hat er irgendwie, dann kommt, taucht er selber nochmal irgendwie dann auf. Und er selber sitzt ja dann immer mal wieder in seinem Thron da oben. Ja. Jokul-Thron. Oh, und jetzt, er haut nämlich auch noch Eis in diese Heilszonen rein. Das geht ja gar nicht. Ich gebe mir mal noch eine Gesundheitspackung. Aber ich glaube, jetzt haben wir ihn gleich. Ja, das war's. Tja. Easy. Oh, jetzt gibt's hier schöne Belohnung. Neuer Talisman. Schwerer Zweihandhammer. Ich will doch was Gottes haben. Ich stehe in eurer Schuld dafür, dass ihr mich vor dieser gottverlassenen Felseninsel gerettet habt. Mein Name ist Skalagrim. Ich bin Schiffsbauer und ein verdammt guter noch dazu, wenn ich das selbst so sagen darf. Als bräuchte ich einen weiteren Streuner. Aber in Ordnung. Ich nehme euch auf, wenn ihr euch als nützlich erweist. Sie ist auch so ein bisschen geil. So, na, eigentlich brauche ich dich nicht, aber hey, komm, werden wiederkommen. Aber nicht an diesem Tag. Das Wrack des Langschiffes barg einen Überlebenden. Jemanden, der den Ulfung helfen konnte, wieder in See zu stechen. So jemanden können wir noch gebrauchen. Synchronisiert, okay. Ja, hat er bei mir auch gerade gemacht. Ich stehe in eurer Schuld dafür, dass ihr mich von den gottverlassenen Schären gerettet habt. Ich freue mich darauf, euch mit meinen herausragenden Fähigkeiten als Schiffsbauer zu beeindrucken. Dann ist es sicher ein leichtes für euch, ein Schiff vor Sonnenuntergang zu bauen, nehme ich an. Nun, ich kann versuchen, wenigstens das Bootshaus wieder zu errichten. Es ist, ein wenig rustikal zurzeit. Euer Clan hat eine Menge guten Holzes aus dem Tal. Ich werde an dem Haus arbeiten und danach bald ein neues Langschiff bauen, hoffe ich. Voll der Angeber und dann so, ja, dann mach mal bis sie heute Abend fertig. Eine Schönheit. Oh, schau mal, er macht's aber doch so schnell. Bereit loszusegeln, falls ihr es wünscht. Nun, da die Ulfung wieder über ein Schiff verfügen, gibt es diesen rivalisierenden Clan. Wirklich, ich werde jeden schlagen. Weist mir doch einfach die richtige Richtung. Sie haben sicher bereits Kunde von dem Angriff der Riesen vernommen. Und falls wir nicht bald zum Schlag ausholen, werden sie sich zu sehr verschanzt haben, um nachzugeben. Bald zum Schlag ausholen reicht mir schon. Beladet das Langschiff. Es gibt Fischervolk zu schlachten. die ist so geil, die Tante. Hey, Fischervolk schlachten. Geil, Mord und Totschlag. Wann hast du den Helm auf? Wie Helm? Das ist bei mir ein Helm auch. Ja, ich habe bei mir ausgeschaltet, dass die Helme angezeigt werden, weil ich finde ihre Frisur irgendwie geil. Und will sie sehen. Man kann das im Menü ausschalten, ob die Helme angezeigt werden oder nicht. Ach so. Also, ich guck jetzt mal ganz kurz hier. Ich gehe mal kurz zum Altar und level mal meine Figur auf, weil ich habe genug Blut. 800 Blutopfern. Schaden hochpushen. So, Stufe 3 bin ich jetzt, aber mehr geht da noch gar nicht. Weiß gar nicht, ob ich schon 4 bin. Da ist, wenn es voll ist, wird oben neben der Levelanzeige so ein kleines Plus angezeigt. Ah, das habe ich nicht. Das ist auch, glaube ich, so, wie es aussieht, ganz kurz davor. Er sagt auch, ich habe zu wenig. Ah, okay. Warte mal, dann kann ich aber kurz meine Gaben hier verteilen. Dann kann ich nämlich, glaube ich, die erste Zusatzfähigkeit von der Bogenschützin freischalten. Warte mal, das ist, aktive Gabe, ein durchschlagender Pfeil, der eine Reihe von Gegner durchdringt und sie vergiftet.
Gatis Giftpfeil, den schalte ich jetzt mal frei. Ja, okay, cool. Habe ich den. Dann kann ich hier noch eine passive Fähigkeit. Durchdrängt Waffen mit göttlicher Macht bei einem kritischen Treffer und erhöht den verursachten Schaden. Ach, da muss ich Level 5 sein. Hä, wo steht denn das? Achso, da unten ist die benötigte Stufe. Hä, wie komme ich da jetzt hin? Hier, erhöht Resistenz gegen Widrigkeiten. Ah, das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil das die Umwelteinflüsse senkt. Und kann ich noch mehr machen? Nee, dafür bin ich... Auch komisch, man hat dann mehr Punkte teilweise. Mehr Gabenpunkte, als man schon freischalten kann, weil man vom Level noch nicht hoch genug ist. Ja, ja, genau. Aber gut, dann könnte man theoretisch in eine andere Waffenklasse das reingeben. Oh mein Gott. So, und jetzt wollen wir kurz Sachen verkaufen, dass das Inventar wieder leer ist. Weil, dann würde ich mal sagen... Sascha und ich machen das jetzt mal in der Pause kurz und ich werde mir einen Stab kaufen bei dem Händler hier wahrscheinlich und dann geht's in der nächsten Folge in das Dorf und Fischervolk schlachten. Um Fischstäbchen oder sowas draus zu machen. Keine Ahnung, was sie damit machen. Auf jeden Fall klauen wir den Holz. So viel steht mal fest. Also, bis dann. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, servus. So.